Was geht ab, Freunde? Die Kompos wieder am Start. Und ja, heute machen wir eine neue Serie auf unserem Kanal. Ja. Und zwar machen wir Bye for Sky und heute machen wir eine Special-Folge um den 87er Inform Anthony Modest. Ja, würde ich auch sagen. Hat bei uns schon 52 Spiele gemacht, 30 Tore und 7 Der ist auf jeden Fall richtig, richtig gut für den Preis. Ihr seht ganz oben... 28k. Ja, rechts oben, ihr seht 28k. Ist echt richtig billig für so einen Spieler. Der Preis ist heiß! 90 Shot, 82 Tempo. Deswegen müssen wir vielleicht auch noch irgendwas mit Schnelligkeit drauf. Ich weiß nicht, ist Sniper mit Schnelligkeit? Nee. Aber Rolling und Schuss, keine Ahnung, irgendwie Shadow oder so. Ich glaube, der geht auch ganz gut ab so. Also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Formation und zwar, wer Bye4Sky gar nicht kennt, wir machen heute einfach eine ganz normale Folge. Wir machen auf jeden Fall nur Goldspieler. Weil Bronzespieler ist auch ein bisschen scheiße, dann macht es auch nicht so viel Spaß. Wir machen einfach Goldspieler und nehmen dann einfach immer den ersten, der auf der Position kommt. Ja, würde ich auch sagen. Und fangst auch mal an mit der Formation. Ich mache einfach so und guck nicht weg und du sagst einfach Stopp. Stopp. Und wir haben die 3-4-3-Formation. Da kommt man jetzt natürlich auch gleich in den Sturm rein. Ja. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Torhüter. Wir müssen hier noch erstmal Transfermarkt einstellen. Und Gold. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Torhüter in 3, 2, 1, go! Und es ist hart. Hart Inform! Den brauchen wir sogar eigentlich gar nicht kaufen. Weil oder? Den haben wir im Verein. Ja, den haben wir sogar im Verein. Ey, das ist ja ein richtiger Zufall. Ja. Da ist er auch schon im Team drin. Den haben wir nämlich, wer es noch nicht gesehen hat, oben in der Infokarte könnt ihr es anschauen, das Pack unbedingt. Im letzten Video haben wir den erst gezogen. Ja, da haben wir Weekend League Rewards und ein paar SBC-Packs aufgemacht. Und das ja, ist jetzt hier kein Fake, ne? Das haben wir gerade erst gezogen. Also könnt ihr sehen, wir haben gerade im Team drin. Dann würde ich sagen, machen wir schon mal mit der Innenverteidigung weiter. Mit der Innenverteidigung, dann würde ich sagen, wir nehmen erstmal den ersten hier, ne? Ja. Kann ich ihn ziehen? Ja. Warte. So? Ja. So, Transfermarkt. 3, 2, 1, go! Und... Sigurdsson, den machen wir uns erstmal auf die Kandidatenliste. Den gibt's locker bestimmt auch noch ein bisschen billiger. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie der hieß, aber wir machen auch erstmal weiter mit dem nächsten Innenverteidiger. Hast du ihn jetzt auf die Kandidatenliste gemacht? Ja, ich weiß auch noch, wie der hieß. Okay. Wir machen dann kurz einen Cut und dann sehen wir uns dann wieder, wenn wir die Verteidigung fertig haben. Ja, jetzt sind wir jetzt auch wieder... Der gute alte Ragnar Sigurdsson steht im Team. Ja. Und dann machen wir auch gleich weiter mit dem nächsten Innenverteidiger, den Yannick jetzt schnell macht. Gold müssen wir noch schnell einstellen. Ah ja, genau, Gold. Haben wir vergessen. Und dann suche ich hier in 3, 2, 1 und zack. Ach, ich habe jetzt die Kandidatenliste. Ich habe jetzt auf die falsche Position. Ich habe jetzt statt den... Egal, zu Kanovic. Den können wir auch gleich kaufen und dann sehen wir uns nach einer kurzen Zeit wieder. Ja, und der gute alte Sukanovic hat auch noch einen Link zu unserem Keeper Joe Hart und dann mache ich jetzt auch weiter mit dem nächsten Innenverteidiger. Goldstern muss noch. Ja. Und es wird Inform Garay. Den haben wir sogar auch im Team. Im Club. Also jetzt wird es langsam. Jetzt wird es langsam schon ein bisschen komisch. Ja, es ist langsam. Also es ist echt nicht gefaked. Ja, es ist wirklich nicht gefaked. Also wir können es auch nochmal sagen. Ja. Das hört sich jetzt zwar vielleicht so an, als wenn es gefaked ist, weil wir es die ganze Zeit sagen, aber ihr seht es ja auch, dass es nicht gefaked ist. Wir können ja nichts dafür, dass der jetzt auf einmal da ist. Und dann machen wir weiter. Ich weiß nicht, wann haben wir den sogar. Haben wir den. Als erste Info haben wir den gezogen. Ja, als erste Info haben wir den sogar. Der erste Info überhaupt auf diesem Account. Ja. Und Yannick macht jetzt linkes Mittelfeld. Den gibt's da sogar als Neymar. Naja, Neymar müssen wir erstmal kaufen. Ja. So. Warum denn? Transfermarkt 3, 2, 1 und. Go! Ja. Hurtado. Mach ich jetzt auch mal auf die Kandidatenliste. So Leute, Hurtado ist jetzt auch im Team drin. Hat auch 4 Sterne schwacher Fuß. Und wir machen jetzt weiter mit dem linken Flügel und mit dem rechten Flügel mit den Pull Positions. Zack, und das ist Eduardo. Eduardo, den kannst du auch gleich mal auf die Kandidatenliste machen. Und jetzt mache ich den rechten Flügel und dann machen wir auch nachher das Mittelfeld komplett zu Ende. Das ist Mané. Mané. Also hier fast eine Seite fast nur Mané ist, also. Die haben wir, glaube ich, auch im Team. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So, Leute, wir sind jetzt wieder da und haben jetzt den linken Flügel und den rechten Flügel ersetzt. Oder nicht ersetzt, sondern eingefügt. Und jetzt machen wir noch das komplette Mittelfeld. Es geht los mit dem linken ZM. Oder linken mittleren ZM, ja. Gold natürlich.
und auf dem Transfermarkt suchen und dann machen wir. Und das ist Oscar Schöne oder so, glaube ich, heißt der. Von Ajax Amsterdam. Dann machen wir erstmal den rechten Mittelfeldspieler, damit beim ZM sich das ein bisschen durchmischt. Ja. 3, 2, 1 und. Das ist Navas. Jesus Navas von Manchester City. Ist eigentlich eine ganz gute Karte. Ja, würde ich auch sagen. Hat 88 Pace. Die Kandidatenliste. Mach ich auch gleich auf die Kandidatenliste. So. Und dann kommen wir jetzt zum letzten ZM. Und dann ist auch dieses Team. Vervollständig. Ja, und dann machen wir noch ein Spiel. Wir machen zwei Spiele. Ja, würde ich auch sagen. Zwei Spiele und testen dann einfach mal, wie Modest so abgeht. Ja, und wie die anderen Spieler natürlich auch abgehen, aber die gehen halt, oder Modest ja auch nicht so doll. Und Gueye haben wir auch bekommen. Gay haben wir auch noch. Oder Gueye, keine Ahnung. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und der vervollständigt das Team und wir sehen uns gleich beim fertigen Team wieder. Hier sind wir wieder mit dem fertigen Team und ja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Zwei Informs und auch noch Mittelfeld. Drei Informs insgesamt eigentlich mit Modest. Achso, ja, Modest habe ich gar nicht mitgezählt. Da bist du verblödet oder bist du blöd? Drei Informs im Team. Und dann werden wir jetzt mal sehen, wie es so spielt. Wir haben sogar 45 Minuten, weil die sich hier so einen Link ging. Und dann sehen wir uns gleich beim ersten Gegner wieder. So, hier haben wir auch schon den ersten Gegner gefunden. Sie haben ein komplettes BPL-Team und auch nur England-Spieler. Ja, also mit Vardy, Sturridge, Rooney und zwei Informs. Ich glaube, Jagielka und Foster. Jedenfalls spiele ich die erste Halbzeit und Yannick die zweite. Und dann Lego. Wir schneiden auch nur die Highlights rein, sonst wird es vielleicht ein bisschen langweilig. Aber Mané auf Modest, allein vom Tor. Ja, schießt nicht. Ah. Er hat den Ball abgedrängt. Hat natürlich schon auf Schuss gedrückt, aber er schießt einfach nicht. Jetzt der Konter über Jamie Vardy. Ich konnte mir dann langsam... Und er liegt ihn sich zu weit vor. Oder der Ball verspringt einfach. Gut, wir mit unserem Team können ja gerade noch nicht so viel machen. Muss ich auch erstmal ein bisschen einspielen mit dem Team, weil wir haben halt noch nie damit gespielt. Jetzt auf Modeste auf Eduardo. Oh. Abpraller. Oh. Ja, Gueye macht den dann wieder rein. Das ist doch Gueye, oder? Ja, das war Gueye. Gay, yes, man. Gay. 1-0 und keine Fans sind da. Ich glaube auch. Ich möchte von diesem Team auch kein Fan sein. Natürlich jetzt ein Abstauber-Tor von Gay, aber 1-0. Das könnten wir gewinnen. Ball auf Modeste. Modeste verliert den Ball wieder, aber Modeste bekommt den Ball wieder. Zugespielt. Jetzt auf Mané. Mané vom Tor, Tor. Oh. Wird eigentlich noch verfault, glaube ich sogar, aber naja, weil er wahrscheinlich schon geschossen hat. Und der war schön hochgelegt von Mané, aber auch schön verteilt. Modeste. Der hat einen Schuss. Oh. Langsam komme ich hier mit dem Team ein bisschen in Fahrt. Schön verteidigt. Jetzt über Navas auf B. Eduardo. Er verliert den Ball, aber war Vorteil. Der Vater wurde dann noch abgepfiffen und das ist einfach die gelbe Karte für Chris Morning. Mané und der sieht Modest. Da keine Abseits und Modest. Ja, aus dem Winkel ist natürlich schwer zu treffen. Hätte man nochmal in die Mitte gehen können. Jetzt aber nochmal. Der Ballverlust vom Gegner in der Mitte. Eduardo. Oh. Schade. Wir haben hier schon viele Chancen. Aber natürlich, die Abwehr ist natürlich ziemlich langsam. Jetzt haben wir natürlich wieder ein Problem. Da wird er gesweatet. Oh mein Gott, da hatten wir jetzt auch schon etwas Glück, aber die Verteidigung ist einfach so langsam. Der Gegner lässt sich ja schon sehr viel Zeit. Ja, das kommt dann dabei raus. Das kommt dabei raus. Jetzt der Ball auf Eduardo. Eduardo, jetzt nochmal hohe Flanke. Und Eduardo alleine vom Tor und. Was macht er denn? Direktschuss ist natürlich non-rare nicht so. Also kommt auf an, auf den Spieler. Oder? Doch, Eduardo ist non-rare. Oh, diese Pässe manchmal. Und da ist die erste Hälfte halt auch schon vorbei. Wir sehen hier auch mal die Statistik, dass wir auch schon überlegen sind. Ganz ein weniger Ballbesitz auf den Schuss, dann sind wir überlegen. Und wir sehen uns in der zweiten Halbzeit, wenn Yannick spielt. So, jetzt die zweite Halbzeit. Und wir haben uns auch entschieden, dass wir nur ein Spiel machen, weil es einfach mit dem Team nicht so viel Spaß macht zu spielen auch. Und ja. Ja, ich glaube, ein Spiel reicht auch. Was macht da Forster gerade? Und dann sehen wir uns bei den Highlights der zweiten Halbzeit wieder. Modest schießt. Oh, schade. Jetzt nochmal. Oh, stark gespielt. Jetzt nochmal Eduardo.
Der 75er Non-Rare macht eine schöne Flanke. Oh, nee, ein bisschen zu klein für eine Flanke. Aber Modest. Kommt er nicht so gut ran. Modest konnte sich noch nicht so gut zeigen jetzt hier in dem Spiel. Man muss natürlich auch dazu sagen, er ist halt ohne Chemie. Und wir wissen auch, dass er gut ist, habt ihr auch an den Statistiken gesehen, die er bei uns hatte. Also er macht wirklich klasse Tore, auch von weit weg. Ja, und der trifft fast in dem Spiel. Ja. What the fuck war das für ein Pass? Jetzt ist Modest alleine durch! Modest! 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 Finesse! Oh! Den macht er doch normalerweise rein! Oh, schön gehalten von Hart. Jetzt mal schön, der konnte bei Mané. Kann er noch was? Kann er noch mal anzeigen? Ah ne, in der Mitte läuft Modest mit. Modeste! Ah! Wird abgeblockt. Ecke nochmal von Modest. Von Modest? Modest muss rein. Ne, dort machen wir von Mané. Ecke von Mané. Wo ist Modest? Wo ist Modest? Der sucht Modest. Flache Flanke. Und... Oh! Oh, war das eine Chance. Und jetzt aber... Schöne! Oh! Oh. Was eine Chance von Anthony dem Anthony Modest. Oh, jetzt der Konter vom Gegner, aber die machen sie verwandeln schlecht. Sturridge ist schnell, aber Hurtado kann den Ball sicher rausklären. Auf und dann nochmal Oscar Schöne. Oh, mit Foul, warum lässt er den nicht weiter? Weil er jetzt gelb-rot kriegt. Okay, gelb-rot für Smalling. Smalling. Letzte Ecke wahrscheinlich des Spiels, die letzte Aktion, der Torhüter von denen ist mit vorne. No risk, no fun, das ist mein Motto. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Das ist mein Motto. Und Hart hat ihn. Oh, oh. Lauf! Wenn er jetzt reingeht. Geht er rein? Ja, los, komm, los. Geht er rein? Nein! Nein! Oh, wäre der reingegangen, ich hätte so gefeiert. Damit gewinnen wir das Spiel 1-0 und wir sehen uns gleich bei der Teamwertung wieder. Auch angekommen. Wir müssen vorab dazu sagen, es war sehr schwer mit diesem Team zu spielen und deswegen konnten wir jetzt auch nicht all unsere Skills zeigen. Ja, es geht. Also wir sind jetzt auch nicht die besten Spieler, aber wir können eigentlich mal, also wenn wir mit unserem normalen Team spielen, natürlich besser spielen. Ja, und es war natürlich ziemlich schwer jetzt. Aber sagen wir mal, welche Spieler uns eigentlich ganz gut gefallen haben. Also ich fand persönlich Hart und Mané am besten. Und Gay. Ja, und Gay natürlich. Hat natürlich auch richtig rasiert. Im Mittelfeld auch noch, hat richtig viele Bälle abgefangen. War auf jeden Fall sehr gut. Und Hart hat halt seinen Kasten immer sauber gehalten. Ja, auch bei guten Schüssen. Bei guten Schüssen war nicht. Garay fand ich auch noch ganz gut. Der hat auch mal ein bisschen was in der Abwehr geklärt. Und etwas schlechter fand ich dann so Schöne. Ja. Dann der Sigurdsson war jetzt auch nicht so der Eduardo beste. Eduardo hatte zwar. Also hat zwar die dann das Tor rausgespielt. Er hatte ein paar Mal auch ein paar Chancen, aber. Ja, ich würde so in einer guten Mitte, würde ich sagen. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit der Teambewertung. Schreibt mal rein, was ihr sonst noch für ein Ball fürs Geil sehen werdet. Wir machen vielleicht nochmal eine Abstimmung in die Infocard rein. Oder ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob wir irgendwelche Spieler testen sollen oder irgendwelche SBCs machen. Schreibt einfach rein in die Kommentare, was wir machen sollen und genau, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Ob wir dir noch ein neues Ball fürs Geil machen sollen ja. Und welche Arten. Natürlich. Special Card, nur Premier League. Ja. Und dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Kommentar. Und dann sind wir raus. No risk, no fun. Das ist mein Motto.